Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Wir machen Fahrstunde mit Greta. Ja. Intro und dann geht's los. Puh. So. Okay. So, eine Sonnenbrille, eine habe ich noch. Nee, danke. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ganz gut? Ja. Wie lange bist du jetzt nicht gefahren? 5 Wochen. Boah, krass. So wie ich. Ich glaube, ich bin auch noch nie so lange an einem Stück nicht gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich Fahrlehrer, wie es überhaupt noch geht, Fahrlehrer. Ob ich habe es nicht verlernt. Ja, ich hoffe auch, dass ich Autofahren nicht verlernt habe. Ach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen wie Schwimmen. Du warst ja schon vorher so fit, also da kannst du, glaube ich, nicht mehr viel verlernen. Ja, ich hoffe es mal. Die haben voll nach dir gefragt, die Leute, die ganze Zeit. Ich habe immer diese Livestreams gemacht, ja. Und die immer so, wow, was mit Greta? Kommt Greta in Livestream und so. So voll die Community am Start, ey. Ach so, ja, das hat Jan mir auch schon geschrieben, aber hatte nicht so Zeit. Ja. Also weil ich immer noch Sachen für die Schule machen musste, meine Facharbeit und so auch abschicken musste. Ach krass, und hat alles geklappt zeitmäßig? So, da war ja, knapp. Ja, on point. Ja. Okay. Ja, hast du dir denn soweit alles eingestellt? Ist alles cool, so Spiegel und so und das passt? Ja. Ich habe keinen Spiegel. Ich guck gerade da rein. Meine Sache abgefallen hier. 6 Wochen später. Ach guck mal, man sieht uns übrigens im Innenspiegel. Siehst du das? Also wenn du da reinguckst, die Reflexion, ne? Das Fahrschulschild, kannst du sehen? Oben auf dem Dach? Ach so, ja. In der Scheibe. Wenn du jetzt bremst, guck mal, geht dann, also nur Bremse. Warte. Da, siehst du die Bremsleuchte? Ja. Es gibt so eine blöde Prüfungsfrage, da fragt der Prüfer manchmal, bevor es losgeht, woran können Sie, also prüfen Sie die Funktion der Bremsleuchte? Ja. Und alleine kann man sie eigentlich nicht überprüfen? Nee, deswegen entweder einen Passanten fragen oder jemanden, wenn jemand mit mir im Auto sitzt, ob der sich einmal hinter das Auto stellen kann oder halt wie jetzt hier in der Scheibe gucken. Genau, du wirst einfach so irgendwie rückwärts vor so eine reflektierende Fläche, dann passt das schon. Cool. Ja, wenn du sagst, alles passt, bei mir auch alles passt. Ja. Ich mache nur hier mal Bluetooth aus, hier, dass nicht alles klingelt gleich während der Fahrt. Und dann würde ich sagen, schmeiß mal an die Maschine. Mhm. Und dann gucken wir mal. Gucken wir beide mal, ob das noch so läuft hier. Ja. So, lass uns gleich direkt links rum weiter. Die rote Kontrollleuchte. Die war noch mal. Ja. Crazy, ich bin ein bisschen aufgeregt, Greta. Ich auch. So lange nicht gefahren, ey. Ich bin auch aufgeregt. Aber wird alles besser werden, als du glaubst. Pass mal auf. Ja, bestimmt. Oh. Das kann ich fest tun. Okay. Richtig Action hier direkt. Aber man merkt schon, dass die hier in NRW wieder alles gelockert haben, sind viel mehr Autos schon unterwegs. Hm. Also so, wo noch Ausgehverbot war hier, da war alles easy. Genau. Ja. Aber jetzt kommen die Ratten wieder aus der Löcher. Oh, und sie läuft. Voll gut. Krass. Jetzt weiß ich wieder so ein bisschen, habe ich meinen Job vermisst. Also ich meine, YouTube ist ja auch cool, macht ja auch Bock, aber... Ja. Ich habe das Autofahren auch vermisst. Ist komisch, ne? Hm. Jetzt meine Spiegelfunktionen sind auch noch alle da. Links fahren wir dann weiter. Also für mich komische Gefühle. So,
echt. Ich denke mal, nach 10 Minuten, 15 wird es wahrscheinlich weg sein, aber. Wenn du merkst, genau, dann schmeißen einfach wieder an. Sowas kann dir immer auch mal in der Prüfung passieren, ne? Hast du zwei Gefahrenzeichen, Achtung und Verengung, sei einfach vorsichtig, wenn es passt. Mach trotzdem, bleib bei den 30, das ist halt so der Trick an der Sache. Ja, genau, jetzt bist du ein bisschen darauf angewiesen, dass er mitdenkt und nicht ganz so drauf hält, ne? Wäre aber okay gewesen. Okay. Aber jetzt kann ich wieder 50, weil die vorbei ist. Genau, weil die 30, die waren in Kombination mit dem Schild, mit dem Gefahrenzeichen. Ja. Und immer wenn das so kombiniert ist, dann gilt das halt nur für die Gefahr. Boah, direkt Klassiker hier. Wahnsinn. Komm, wir machen mal vorschriftlich und umweltschonend. Du kannst jetzt den Gang rausnehmen, Handbremse anziehen und dann reicht, glaube ich, wenn du einfach das Pedal loslässt. Genau. Und wenn du dann wieder drückst, dann ist er wieder am Start. Okay. Boah, vor der Corona-Krise, vor der Corona-Krise war ich noch voll motiviert. Ich habe für alle Fahrlehrer alles gekauft, so Desinfektionspullen und so. Oh, voll cool. Ja, aber wir haben ja einen Tag später direkt Verbot gekriegt. Ja, ich weiß noch, ich hatte also in der ersten Woche, wo wir keine Schule mehr hatten, am Dienstag, glaube ich, noch eine Fahrstunde mit Jan. Ja. Und eine Woche später, also am 25.03. hätte ich eigentlich meine Prüfung gehabt. Der denn? Ja. Guck mal, der LKW-Fahrer guckt immer so ein bisschen zu dir rüber. Siehst du das? Du kannst ihm winken, dann muss er nicht eine halbe Stunde warten, wenn die Schranke hochgeht. Weil hinter uns ist jetzt eine Riesenschlange. Okay, dass er dann vor mir... Genau, dass er vor dir durchzieht. Okay. Der wird gleich nochmal zu dir rüber gucken. Ja, aber... So, jetzt wird er was von uns wollen. Und dann kannst du ihm Zeichen geben. In dem ersten Gang schon mal? Okay, ja, guck mal, jetzt hat er gesagt, alles klar, Tür auf, tschüss, dann sind wir weg. Nee. Macht er alleine Berganfahrhilfe, voll gut, ne? Ja, nochmal geguckt, zuck's weg. Das ist so crazy, wir sind die einzige Fahrschule, die hier unterwegs ist, siehst du das? Ja, stimmt. Ja, weil ich gebuddelt habe, ich habe richtig gebuddelt bei allen. Echt? Ja, die haben mich auch voll gehatet überall schon. Beim Gesundheitsministerium NRW, beim Verkehrsministerium NRW, beim Straßenverkehrsamt, beim Ordnungsamt. Ist doch verständlich, dass du wissen willst, wann es wieder losgehen kann. Ja, nicht nur wissen, ich will auch wieder loslegen, ja, sodass wir auch wieder was machen können. Ne? Ja. Krieg ich die Krise, ey. Aber jetzt haben wir Genehmigung, voll gut. Und es ist seit 5 Wochen oder seit 6 Wochen jetzt das... einzig Tolle, was ich gemacht habe. Oh. Also gefühlt. Und kann sich auch mit niemandem treffen. Das ist richtig scheiße, ne? Ja. Ich habe auch... Wie lange habt ihr noch Schulen frei? Also die jetzt Abi machen, haben ab Donnerstag wieder. Mhm. Und also soweit ich weiß, haben wir anderen ab dem 4. Mai wieder. Boah, hast du ja noch Zeit bis dahin. 4. Mai? Was ist denn heute für ein Tag? Also 21. April? Boah, da hast du ja noch richtig Zeit. Ja. Ja, da kannst du Fahrschule ja durchziehen. Ja. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ja sogar Prüfung da in der Zeit. Ich weiß nicht, was Kathi gerade im Büro gesagt hat. Ja, also wir haben gerade Fahrstunden noch 4 vereinbart. Ja. Aber eine ist auch schon, wenn ich wieder Schule habe. Okay, ja, wir gucken mal, je nachdem, wenn der Prüfer, also wenn wir schon eher einen Prüftermin kriegen sollen. Ja, ich hoffe. Dann werde ich mich stark dafür einsetzen, dass du da eher reinkommst. Cool. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die haben jetzt hier so ein bisschen die Straße neu gemacht. Nee, hab ich nicht. Das ist auch ganz geil, dass die Straßen in der Stadt selber, die voll kaputt sind, da hat die Stadt kein Geld für, die neu zu machen. Und die Straßen, die dem Land NRW gehören, die eigentlich voll in Ordnung sind, so wie diese Straße hier. Ja, bitte. Die haben sie einfach mal so neu gemacht, weil... Okay. Die müssen halt Straßen drin. Komm, wir fahren mal rechts. Damit wir so ein bisschen. Jetzt musst du hier schauen. Und du siehst, das ist alles hier so ein bisschen umgebaut, ne? Okay. Und das ist interessant halt auch zu sehen, wenn man das so gewohnt ist,
wie die Straße so geht und was so passiert, ne? Dann musst du jetzt halt wirklich genau hingucken, sonst machst du vielleicht einen fatalen Fehler und stehst direkt bei den Bauarbeitern. Deswegen lass dir da Zeit, wenn du rumfährst, ne? Nichts Wildes. Nee. Das sowieso nie. Hast du auch so Mundschutz und so ein Stuff? Ich auch nicht. Gibt bestimmt jetzt voll die Hater-Kommentare. Ja, hab ich auch schon gedacht. So, oh, ihr fahrt ohne Mundschutz. Ich bleib im ersten Gang, das ist mir irgendwie zu gute Idee. Weil man weiß nicht, man sieht nicht so, wo sind jetzt hier die Spuren, was geht jetzt hier ab. Und dann ist das auch immer chillig, wenn du das in Ruhe machst. Guck mal, der steht ein bisschen, genau, abseits so wie die anderen. Auch dann ruhig Slalom fahren, rechne damit, dass der auf einmal rückwärts fährt, dass hier Leute herkommen. Weil halt solche Baustellen sind unübersichtlich, genau. Unüberschaubar, unübersichtlich. So. Genau, genau. Darf ich hier 50 fahren? Ja, weil kein Schild war. Stimmt. Guck mal hinter uns, die haben Masken, die sind komplett. Man darf übrigens nicht mit Maske Auto fahren. Das, was die machen, kostet 60 Euro Strafe. Echt? Ja, weil wenn die Polizei dich blitzt, kannst du ja immer sagen, ja, war ich nicht. Stimmt. Soll also all die, die mit Maske Auto fahren, die das hier sehen. Ja. Siehst du, dann können wir gar keine Hater-Kommentare kriegen. Genau, weil wir alles richtig machen. Das ist irgendwie komisch, auf der Seite zu fahren. Ich denke, die ganze Zeit gleich kommt ein Auto. Zack, zack, ja. Ja, aber die haben hier eine Einbahnstraße draus gemacht. Ja. Ist ein bisschen blöd, weil jedes Mal, wenn ich von der anderen Fahrschule zurückfahren will, muss ich mal quer durch die Stadt fahren. Okay. Aber auch hier, siehst du, jetzt mach in Ruhe. Guck dir an, wo die Spuren wirklich hergehen. Genau. Korrekt. Aber ich habe fürs Thumbnail was richtig Geiles besorgt. Mein Dad hat von der Baustelle. Oh Gott. Check mal ganz schön so langsam. Mein Dad hat von der Baustelle so eine richtige Psycho-Maske. Die setzt sich schön auf und dann machen wir so ein Corona-Thumbnail. Ja. So, erste Fahrstunde in Deutschland nach dem Virus. Was wird wohl passieren? Wir wissen es nicht. Dann alle so. Oh. Fällt dir das auf, dass weniger Autos unterwegs sind? Ja, schon. Oh. Fällt noch nicht. Der ist das auch noch nicht gewohnt. Nee, der hatte auch so lange Stillen. Ja, wirklich. So. Ich habe mich richtig gefreut, als du mir gestern Abend geschrieben hast. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass du ja gesagt hast, weil du hättest ja auch sagen können, ist mir alles zu spooky. Und ja. Es gibt ja auch so ein paar, die sind so da so, also jeder kann ja das halten, wie er will. Ne? Ich will ja gar keinem zu nahe treten, aber. Ich bin halt so optimistisch geboren und ich denke so. Ja. Korrekt. Mir macht richtig Bock, ne? Auch voll geiles Wetter zum Autofahren. Ist so schön. Das wird ja schon wieder so wuselig so ein bisschen, ne? Mhm. Wir fahren gleich an der nächsten Ampel rechts. Ich habe echt eine E-Mail vom Straßenverkehrsamt bekommen, wo drin steht, bitte rufen Sie nicht mehr an. Ja, gut. Aber die sind halt für uns zuständig so, und für unsere Überwachung und unsere Erlaubnisse. Ich habe die halt tausendmal angerufen, ne? Immer 7.30 Uhr, wenn die aufgemacht haben. Und meistens 7.35 Uhr sind sie dann dran gegangen und haben gesagt, was? Nervt nicht. Ja, ehrlich. Dann habe ich gesagt, ich wollte noch mal hören. Wir haben nichts Neues. Okay. Schade. Aber was ganz geil ist, guck mal, wir können jetzt noch bis Mai, bis auch eure Schule wieder losgeht, Online-Theorieunterricht machen. Das ist voll gut, dass wir die Möglichkeit haben. Ja, mega gut. Dann brauchen A nicht alle Fahrschüler auf einem Haufen sitzen, was ja auch nicht cool ist. Ja, weil dann kann man trotzdem in seinem Bett sitzen. Ja, sicher, dann chillst du zu Hause im Garten, Sonnenschein und oder so. Genau. Das ist immer cool. Trinkst
Hashtag Schleichwerbung Krombacher Weizen alkoholfrei und dann. Alkoholfrei. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir arbeiten hier pädagogisch wertvoll. Ja, genau. Die beiden hinter uns hier ersticken bestimmt. Das sind Omi und Opi. Beide mit Handschuhe und Mundschutz. Ich könnte da gar nicht atmen. Nee. Und auch die haben beide Handschuhe. Ich bin mal gespannt, ob wir dann in der Schule Mundschutz tragen müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also die jetzt Abi machen, die dürfen nur maximal zu 10 oder 15 in einem Raum sitzen und müssen auch Abstand halten. Und der andere Teil der Klasse? Das ist so Blockunterricht irgendwie, dass sie dann getrennt werden. Ah, doch, habe ich von einem Kollegen schon gehört. Der ist auch Lehrer und der hat richtig Bock, weil die wohl von morgens 8 bis abends um 9 da abhängen müssen. Hä? Echt? Ja, weil... Ach so, ja, stimmt. Ne, stimmt die Zeiten stimmt, verschieben stimmt. sich dann, ja, und dann hast du halt keine normalen Schulzeiten mehr, ja, wie um 6 Uhr Feierabend. Du musst halt bis 8 oder 9 Uhr mal durchziehen. Stimmt. Wenn gut. Schlimm ist es ja. Also ich meine, wir arbeiten ja auch so spät. Kommt durch und schafft es. Ja, aber es ist. Katze! Ja. Guck mal, wenn man jetzt nicht weiß, von wo der kommt, ne? Einfach Augen auflassen. Vorne, guck hinten, bis du irgendwann merkst. Da hinten. Okay. Siehst du sie? Jetzt fährst du langsam einfach gerade über Rot. Genau. Fahr langsam einfach ein Stückchen weiter. So, und jetzt hat er ja hier genug Platz, ne? Ein bisschen links rüber. Genau. Und stopp, fertig. So, der Weiße, der steht da wie eine Currywurst, siehst du das? Ja. Der rafft's halt noch nicht, jetzt hat er's gecheckt. Du hast das super gemacht. Du hast die alle froh, ist ja ganz Schloss. Ach. Unser Zug hier. Okay, check. Und dann langsam, Alter. Genau. Sensationell. Also auch ein gutes Beispiel, ne? Für all die anderen, die da Paranoia vorhaben, die das noch nie gesehen haben und vielleicht Pech haben und das in den Fahrstunden nie erleben. Und dann in der Prüfung. Und dann in der Prüfung, das ist halt Horror. Das ist schlimm. Aber das ist ja jetzt ein gutes Beispiel gewesen. Du kannst halt langsam geradeaus über eine rote Ampel fahren oder so, ist gar kein Problem. Ja. Wichtig ist nur dabei, ja, dass du halt kein Fahrradfahrer oder Fußgänger rumnagelst, aber gut, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ja. Hoffe ich. Also für mich schon. Zack. Nice. Zu warm oder zu kalt oder geht? Ist angenehm. Ich habe hier Klimaanlage 18 Grad. Also wenn es dir zu kalt ist? Nö, alles gut. Bei so warmem Wetter immer die Herbsten locken. Ey. Macht alles gut, ich sehe aus wie Costa Cordalis. Mein Friseur, guck mal, die Haare an der Seite schon, die kommen schon nach vorne. Ey. Friseur macht erst wieder im Mai auch, auch wenn Schule wieder losgeht. Ja, stimmt. Ich habe direkt morgens Termin, 7.30 Uhr. Oh. Ich komme mir selber vor wie Tom Hanks in Lost, ey. Oder wie das Ding heißt da auf der Insel, ey. Weiß ich nicht. Ja, sieht aber auf jeden Fall aus als ein bisschen Jesus-mäßig. Okay. So, denk dran, wenn du hierher fährst und der Prüfer dir rechtzeitig sagt, wir wollen an der zweiten Ampel links, macht er das einfach nur mit dem Zaunfall zu winken, weil es hier noch länger weiter geradeaus geht. Du hast halt die Möglichkeit, genau. Korrekt. War richtig genug Platz, kannst du nochmal absichern, ne? Hey, hast du eigentlich gesehen, wie viele Aufrufe das Video von dir hatte, dieses eine? Wo wir, ich glaube, auf die Autobahn gefahren sind. Ich gucke nochmal eben. Aber es war richtig krass. Echt? 180.000 Aufrufe. Du bist Maschine. Vor was? Zwei Monaten. Ja, guck. 182.000 Aufrufe. Boah, krass. Autobahn, boom. Ich weiß auch, warum alle in die Kommentare geschrieben haben. Los geht's da.
okay. Ich, ich dachte, das ist mein Channel. Oh nein. Ja, alles gut. Ich finde das aber cool. Also, wenn die Leute sich halt dann schnell damit identifizieren, ne? Die sagen, boah, mir geht's genauso, und auf der Autobahn habe ich Paranoia und ich weiß nicht. Ja, das stimmt. So, jetzt hast du zweite Ampel, jetzt mach das Beste draus. Ne?